Hast völlig recht, er ist Oh, tot. schon wieder Hitler. Oh, schon wieder Hitler. Was? Der Naja. Mann war gezogen. Wir müssen sagen, wenn Scenarity und Jan nochmal Faschos sind, haben wir halt wieder ein echt einfaches Spiel. Das stimmt. Das stimmt Vielleicht war das wirklich. nicht. Du bist diesmal nicht. Ich bin es diesmal Fascho. nicht. Gott sei Dank, Mensch. Ja, Da will ich weil doch erstmal gleich ein mal, da Fascho will ich doch wählen. gleich mal nein. Direkt ein Fascho gewählt. Warum würde man Hitler wählen wollen? Obwohl, jetzt ist ja egal. Ist so. Ja, am Anfang kannst du Hitler wählen. Ja, stimmt, deswegen. Ich kann Ach, Jan Hitler ist nur wieder wählen, weil letzter, ich Hitler bin. gefühlt. Ne, ich bin Vorletzter. Hä, ich war gerade relativ weit vorne. War gerade, glaube ich, Vierter Stimmt. oder so. Also, Ich bin Fahrt. Du warst irgendwie genau in Vierter. der gleichen Position gelandet. Ich bin gerade etwas verwirrt. Verwirrt. Dezent. Also mir wurde eine Rolle an sich anders angezeigt, wie jetzt unter meinem Namen Ja, das, steht. was Ich unter habe mich deinem auch Ding steht, nur stimmt. Genau. Was unter meinem Namen stimmt, ist Ja. stimmt. Okay, Ah, ich du war nämlich warst gerade liberal etwas. und jetzt bist du Fascho. Natürlich. Ja, deswegen auch die Jan ist Rote. schon wieder blau. Schon Bist du wieder rot. bescheuert? What the fuck? Mann! Nein! Jan hat Du mich willst mich nur verarschen lassen. Du abgelenkt. hast mir zwei Rote gegeben, du Ich Idiot. hab dir eine blaue gegeben. Ja, Ja, süß. komm, ey, jetzt nutzt es aber aus, Ja, oder? Leffner, ich glaub dir, check jetzt. Check Ja, ich Taxi glaub dir bitte. auch, Check Taxi. Leffner. Check Ist bitte das Taxi. Taxi? Ist das lost? Wahrscheinlich mal jener checken, Nein, was jetzt nein, Taxi. kommt. Du Warum hast denn jetzt mich. nur Taxi? Weil ich dich Warum gerne denn in meinem nicht? Team hätte. Aber woher Ja, willst du denn wissen, was ich für eine bitte Rolle jetzt check habe? mich, da Weil, weiß ich, ob ich jetzt nicht die Rolle habe. Leffner mich abgeholt hat und ich einfach mal glaube, was sie jetzt Hey, sagt. los, check Ach Bodo. so, Check weil du Bodo. weißt, Jan dass sie heißt der auch andere. Check Bodo. Weil du weißt, dass sie auch ein Faschist ist. Sehr gut. Richtig. Das ist clever von Check dir. Bodo. Ja, es ist ein 100 IQ-Play. 100 Oder du bist einfach wieder nur der IQ. loste Liberale, wie letzte Runde. Los. Sagt Jan, der einfach alles verkackt hat, weißt du? Ach, na komm. Leffner, check Taxi, komm. Oh. Ach komm, Leffner, du bist Fascho. Juhu, liberal! Ja, ach komm, die ist auch Ja, faschisch. genau, die ist liberal. Okay, gut, dann weiß ich, dass die Rolle jetzt die richtige ist. Danke Hey, Jan, es dafür. tut mir leid. Jan, es tut mir leid, dass ich dich da irgendwie Ui, Merti ist ja echt reingezogen auch Fascho und würde In was hast du sagen, mich ich reingezogen? Ne, ich dachte, du bist ein liberal. Fascho, aber Ja, halt. Leffner ist es. Nee, das Problem ist, bei Ach mir so. steht auf einmal Fascho oder ich so, ach nee, kein Bock auf Fascho oder auf einmal spiel mir los und auf einmal steht, dass ich liberal bin. Ich denke mir so, what the fuck, was ist jetzt Sie richtig? meint es andersrum. Eigentlich bist du Hitler, aber das sollen die anderen nicht wissen. Ja, Leffner hat dir genau. doch jetzt, Leffner Sprich hat dir das doch doch jetzt nicht gesagt, aus. was du bist. Ich hab Ja. nächstes Mal nicht ignoriert. Doch, Leffner hat gesagt, was ich bin. Hey, Nerd, du warst ein zentraler Angelpunkt in dem Game gerade So, eben. also wir haben jetzt Das einen stimmt Konflikt schon, aber zwischen auch in Jan dem Fall, dass ich und übersprungen Leffner. werde. Ja, Leffner hat mir einfach Ja, von mal. Nerd hat man halt letzte Runde nicht so viel gehört, deswegen habe ich ihn nominiert. Finde ich gut. Das Jan, finde ich warum auch gut. korrupt Das nur, wenn finde ich die auch anderen gut. Faschos sind? Jan, warum willst du ja, wenn Leffner Fascho ist und ihren Fascho-Kollegen gescheckt hat? Hä, das muss doch nicht sein. Sie kann doch trotzdem einen Jan. Liberalen als liberal geconfirmt haben. Was Jan, bist denn du nein, denn die jetzt für ein Lasti? alle schuldig bis zur Anklage. Juhu! Auch eine blaue. Ah, nee, das ist Ja. Leffner. Er hatte Du die Wahl gehabt. laberst so viel Ja, Scheiße ich hatte einfach die Wahl nur. Du hast gehabt. noch keinen Plan, was abgeht. Nö, absolut Und nicht. laberst einfach Bullshit, Bei Jena Alter. hattest du ein oder zwei blaue? Ich hatte. Oh Gott. Vier. Ist Ich jetzt muss nicht mal so nochmal schwer. nachdenken, Moment. Das ist Ist doch doch eine nicht so gute Wahl. Nee, Ich Taxi. glaube zwei rote. Taxi, warum Immerhin willst du nicht so 100 Icon? Er ist ganz als letztes dran. Weil Leffner wollte nicht ihren Ja, Szene war Fascho-Kollegen auch fronten. nicht Ja, dran. das Also stimmt. Szene und Ja, aber Icon sind Icon ist beide nicht ganz, dran. hinten, Kann er so ganz klauen, was alleine. Ja, ich will dann gleich. Aber ich Ja, bin eine ich will ihn Katze. jetzt gleich. Ach nee, Clown ist noch vor mir dran. Scheiße. Ja. Wem will ich dann? Der arme Icon. Du kannst mich ja wieder wählen, Oro. Moment, wer redet? Nerd. So, und mal gucken. Oh, natürlich, Da haben natürlich. wir's, da haben Ja, wir's. Echt, es ist irgendwie immer so, bei mir verschwinden die Karten. Das ist Also, Zauberei. Szene hatte eine blaue. Na, die sind ja Was? nicht verschwunden, die hat ja Leffner schon verschwinden lassen. Ja, aber Szene hat jetzt auch gerade eine verschwinden Also, lassen. Jan und Das ist aber Scenarity haben eine Konflikt. verschwinden lassen. Ich Ja, habe jetzt darfst du ja einen. noch Hä? einen. Ja, aber Taxi. Taxi, dann check doch Leffner, um herauszufinden, Nein, für ich dich. werde keine Superlippkette erzeugen. Okay, Auf gar dann. keinen Fall. Aber check auf keinen Fall Oro, check Clown. Also, Check check Oro. nochmal Oro. Check mal Oro. So, Oro. Ja, Faschist.
Also, und deswegen ist er auch auf Lab Senility, ich bin mal auf deiner Seite. Finde ich gut. Robert nur Trash-talkt. Nee, Clown-Icon, ne? Nee, ist gut, glaube ich. Moment, also überlegen wir. Also warum sollte Taxi jetzt Stress anfangen? Taxi hat auf jeden Fall... weil er keinen Stress anfängt, weil du die Waschung gegeben hast. Nee, ja... Jan, ich überlege halt gerade, ob Leffner halt Fascho ist oder du und dann als, ja, eigentlich ist es schlau, als zweitem Fascho direkt Stress anzufangen. Soll ich jetzt sagen, du laberst so viel Scheiße, oh, du versuchst dich jetzt schon wieder rauszureden. Hä, wieso? Nee. Hä, warum ist es doch clever? Wir hatten vorhin in der Runde, hatten wir Icon, der keinen Stress angefangen hat. Da hatte ich halt gemeint gehabt, von wegen, es ist halt schlauer, wenn er dann da Stress angefangen hätte, anstatt einen Liberal zu callen. Ja, okay, vielleicht ist es schlau, aber... Nee, ja, das war mehr Selbstgespräch für mich, sorry. Okay, aber genauso kannst du doch aus unserer Sicht jetzt Fascho sein. Ihr seid im Clash und Leffner und ich sind im Clash. So, ja, also, klar. Aber ich möchte trotzdem, ich würde gerne rankommen, falls jetzt eine blaue kommt. Wenn jetzt Icon hat Nein gewählt. Gibt mich halt einfach, aber... Solange nicht Hitler-Territorium ist, würde ich gerne nicht noch mal als Verständnisfrage. Taxi hat Oro untersucht, ne? Richtig. Das ist korrekt. Oro ist Faschist. Genau, und Senarity auch in seinen Augen. Das ist völlig korrekt. Sie sind beide Faschisten. Also Taxi hat Oro und Senarity. Clown, was hattest du? Ich hatte zwei blaue, eine rote. Und hast und du ihn geforst, oder? Ich habe ihn die Wahl gelassen. Die Wahl gelassen? Ja. So. Das heißt, du hast zwei blaue abgelegt. Oder bevor du wählst. Ich habe eine blaue abgelegt. Ich will eher erst noch was sagen, kein Problem. Zwei blaue sind weg, eine rote sind weg. Zwei blaue, eine rote, ja, okay. Wenn alle die Wahrheit gesagt haben, dann kommt jetzt zu 100% mindestens eine blaue. Da sollten jetzt noch drei blaue drin sein. Das haben halt nicht alle die Wahrheit gesagt. Wenn er gerade. Achso, nee, warte mal. Wenn alle die Wahrheit gesagt haben. Ich war mir mit meiner ja die Aussage nicht sicher, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zwei. Rot oder zwei blaue habt, da habe ich echt nicht drauf geachtet in dem Moment. Ja. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Leffner eine blaue abgeworfen hat, um ehrlich zu sein. So. Ja, also sagen wir mal, wir hätten jetzt alle zu 100% die Wahrheit gesagt, dann müsste da jetzt definitiv eine blaue. Nein, das ist falsch, Leffner. Wieso? Weil ja in deinem Konflikt ist eine blaue verschwunden und in meinem Konflikt behaupte ich auch, dass eine blaue verschwunden ist. Genau. Hast du das behauptet? Ja. Clown hat dann gerade noch eine. Fascho. Nein, ist genau. Aber okay. Es sind maximal da noch zwei drin, wenn jeder die Wahrheit sagt. Warte, also für dich sind jetzt Oro und Sehne Fascho. Genau. Ja, für mich sind Oro und Sehne beide Fascho. Genau. Völlig korrekt. So, jetzt nochmal. Also, nein, genau. Das ist jetzt, was ich noch ansagen will an die Liberalen. Ich habe, wenn ich jetzt, also wir kommen gleich ins Hitler-Territorium. Wenn das passiert, bin ich komplett raus. Ich würde gern trotzdem versuchen, mich irgendwie zu revealen. So, und das kann ich nur jetzt. So, weil es bleibt natürlich, es bleibt in eurer, ich kann nur ansagen, was ich gerne sagen möchte. Gut. So, ihr könnt dann entscheiden. So, ja. Wenn ihr mich skippt, dann ist das so. Aber ich würde gern diese eine Chance noch nutzen. Ja, komm, wähl du Szene und mach dir zusammen die dritte Runde. Jawohl. Scenarity würde ich halt am liebsten wählen, weil du mit ihnen im Clinch bist und ich weiß, dass du mich halt hier reinreißt. Deswegen weiß ich, dass Scenarity auf jeden Fall liberal ist. Aber der wird auf jeden Fall geskippt, wenn ich Scenarity wähle. So, dann haben wir Jan und Leffner übrig, die im Konflikt sind, die kann ich auch nicht wählen. Taxi ist auf jeden Fall böse, das heißt, es bleibt nur Nerd für mich übrig. Aus deiner Sicht ist Taxi böse. Genau. Nerd ist aber jetzt ja, genau. Ja, das ist das Problem, aber du könntest jetzt nur behaupten, dass ich liberal bin, ne? Ich könnte aber auch rot sein und nur blau, ne? Nee. Jan, warum sollten wir als Liberale jemanden als Präsidenten lassen, der im Clash ist? Das ist doch los, dann skippen wir doch lieber zu Nerd. Nochmal meine Aussage. Wenn ich liberal bin, skippst du mich und das war's. Ich komme dann nie wieder ran. Es ist jetzt noch die Chance, dass ich zeigen kann, dass ich eine blaue legen kann. Wie gesagt, ich kann dir nur sagen, was noch passieren kann. Weil wenn du mich jetzt einfach skippst und ich bin liberaler, komme ich nie wieder ran. Okay, aber wen willst du als Kanzler werden? Habe ich gerade gesagt. Ich kann nur Leffner, Merjena, Taxi, Nerd, Senarity und dich wählen. Dich kann ich nicht wählen, weil du mit Leffner schon raus. Weil du genau, und Leffner genau. Im Streit seid. So, Taxi will ich nicht aus wählen, weil er in meiner Sicht böse ist. Senarity würde ich am liebsten wählen, aber geht auch nicht, weil ich dann die Neins kriege. Das heißt, übrig bleibt nur Nerd. Der ist als nächstes dran.
Ja, cool, fickt euch alle. Ja. Was ist denn mit, was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist denn er hat Meriena vergessen. Nein. Oder? Warum geht Meriena nicht? Moment, stimmt, Moment. Ja. Und warum Jan geht, und Lefner gehen nicht? Warum geht nicht? Stimmt, Meriena geht auch noch. Stimmt. Warum geht Meriena und Icon nicht? Warum geht Icon nicht? Icon und Clown kann ich nicht wählen. Genau, die sind limited. Geblockt. Stimmt, Meriena. Ach so, nee, die sind noch geblockt. Okay. Dann würde ich halt Meriena wählen, weil Nerd halt als nächstes Nerd dran ist. Machen, dann sehen wir halt, was er legt. Wenn er eine blaue legt, dann können wir ihn gleich spielen. Ja, aber der ist als nächstes der Nerd. Ja, dann halt Icon als nächstes. Und Meriena wurde von, ja, Meriena wurde halt von Lefner als liberal gecallt, ne? Ja. Und ja, wir sind noch nicht im Hitler-Territorium. Ja, ich gehe jetzt einfach damit so, wenn ihr mich sehen hast. Ich wenn ihr mich skippt, Nerd auf Meriena spielen. Ja, ja, klar. Also ihr könnt mich gerne skippen, ich sag euch nur, dann kann ich halt als Liberaler nichts mehr tun. Aber ja, oh, das Gleiche passiert mir doch aber auch gleich. Also. Ja, aber ich kann... Aber ich kann jetzt noch was machen. Du kannst auf keinen Fall mehr was machen. Ja, super, danke. Ja, was soll ich tun? Das ist halt so. Wenn da eine rote, ja, wenn da eine rote liegt, sind wir komplett raus. Ja, natürlich sagst du das. Es wird auch eine rote kommen. Ja, klar, kannst alles. Wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist meine einzige Chance, jetzt noch was zu machen. Wenn nicht, dann nicht. So, Ende. Ja, du wirst, so, wurdest aber als Faschist ja gekollt. Ja, oder? Genau, von Taxi, der was machen konnte. Wenn ich liberal bin und ihr mich skippt, kann ich nie wieder was machen und ihr habt einen Liberalen quasi verloren. Ich kann nur noch mitvoten und hab keinen Impact. Ja, so. Ja, da aber auf der anderen Seite, wenn wir dich wählen, ist die Chance, dass wir eine rote haben, genauso hoch wie bei allen anderen. Nee, Oro, ich würde dir an der Stelle widersprechen. Es gibt warum? Einen Grund, warum ich lieber als Meriena, ganz einfach, wenn ich sehe, also die Wahrscheinlichkeit, also ich stehe in keinem Konflikt, wenn ich sehe, okay gut, ich habe nur drei Rote, bedeutet, dass einer der vorherigen Präsidenten gelogen haben und Taxi ist darunter, der im Doppelkonflikt aktuell steht. Und wenn du mit Taxi im Team bist? Das ist natürlich möglich, aber ja, dann ist eh gearscht. Also aus meiner Sicht kann ich, also ich kann mich halt nicht mehr retten. Also ja, klar, ich kann mich halt retten, wenn du wirklich liberal bist und dann quasi den Schluss ziehst, okay, Taxi hat hier irgendwas gemacht, aber dann kommt wieder dieses hätte, werde, sollte, müsste, könnte eigentlich. So. Und deswegen, also es bleibt eure Entscheidung. Ich will nein, weil ich glaube ich lieber Nerd hätte als Präsident tatsächlich. Und das eingehen würde, ja, dass du ja einfach als Liberaler hinten rum, also mitspielst. Aber nur deswegen habe ich nein gewählt. Ich meine, wenn er jetzt liberal kommt, das wäre natürlich geil, aber... Oh, ja, kam es. Ich welche Karten hattest du? Ich hatte rot, rot-rot-blau, habt ihr rot-blau gegeben. Ja, genau, ich hatte die Wahl gehabt. Okay. Was war denn Jenas erster Zug? Zwei blaue. Ich hatte auch der Person die Wahl gelassen an sich, aber ich wusste jetzt nicht, ob ich die zwei rot oder zwei blaue hatte. Oh. Nicht mehr. Wen hattest du nochmal? War ich das? Nee. Hatte ich nicht Nerd gewählt? Ich habe Nerd gewählt, weil er war mir nicht ganz sicher. Okay. Und ich hatte die Wahl gehabt. Ich glaube, die einzige logische Wahl wäre, glaube ich, Icon gerade. Man, da hatte ich ja Glück, dass ich die letzten zwei und Blauen gezogen habe. Mal dran. Icon hatte auf jeden Fall die Wahl. Ja. Moment, wer hat gerade Nein gewählt? Jan hat Nein gewählt. Taxi hat Nein gewählt. Ja. Und ich selber habe Nein gewählt. Na gut, aber das Taxi Nein wählt aus seiner Sicht. Ja, ja, nee, ich wollte ja nur noch mal die Neins wissen. Ja. Ja, Jan, Taxi und wer war der dritte jetzt? Nerd war das. Ja. Okay. Also, Uri, ich habe Ja gewählt, ja. Aus hattest du ein Ja gewählt? Ich weiß es nicht mehr. Gewählt, ja. Okay. Aus Nerdsicht verstehe ich aber auch. Er macht ja nur Sinn, oder nicht? Logischerweise, ja. wenn er sicher ist, dass er liberal, also von seiner Seite aus muss man das mal verstehen, wenn er sich halt als liberal sieht, ne, dann ist es natürlich schlauer für ihn, sich als Präsident zu haben, als dich, der gerade im Konflikt ist. Naja, nö, ist ja okay. Also macht schon Sinn. Ich habe euch ja auch nicht. Ich habe ja auch nur, also wenn ihr mich geskippt hättet, wäre halt auch okay gewesen, aber so konnte ich halt wenigstens noch eine blaue legen. Das stimmt. Also für mich ist momentan nur Lefner. Ich sehe schon kommen. Na, sagen wir so, das einzige theoretisch Mögliche wäre noch, dass Oro vielleicht sich versucht zu retten als Hitler, aber wer weiß. Das steht halt auch ganz komplett offen auf dem Tisch. Das, wie gesagt, du kannst mich jetzt auch komplett ignorieren. Ich habe meine blaue gelegt, das reicht mir eigentlich schon. So, aber ich will auch noch mal das Meta-Gameplay ansprechen, dass Taxi jetzt sehr leise ist. Meine ich liebe das. Ja, das stimmt allerdings. Ich die ganze Zeit reinschreien. Also, Oro, ich sagte, du hattest wahrscheinlich zwei blaue.
Ja, das die letzten zwei. Oh, ich bin so das lucky. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Das ist immer noch eine sehr unwahrscheinliche Chance, dass ich da müssten alle die Wahrheit gesagt haben und ich müsste die letzten zwei gezogen haben, damit das stimmt. Immer dieses, der ist gut möglich. Das ist das Geringste, was wahrscheinlich ist. Und das ist wunderschön für euch. Also ich hatte zwei rote, eine blaue, ich habe zwangsweise Icon die Wahl gegeben. Ich würde sagen, das heißt entweder Icon ist super liberal oder super Hitler. Muss ich jetzt überhaupt probieren zu wählen? Ja klar. Aber würde Hitler jetzt die vierte legen, ist die Frage. Das ist so die Frage. Legt Hitler die vierte oder nicht? Das ist immer so die Frage. Soll ich jetzt Oro wählen oder soll ich jemand anderes wählen? Nee, Oro würde ich trotzdem noch nehmen. Ich würde mich auch nicht wählen. Scenarity, du hast auch noch eine Chance ranzukommen. Noch sind wir nicht im Hitler-Territorium. Du kannst dich noch revealen. Aber wen soll ich wählen? Ja, Oro Taxi nicht, also Lefner, Merjane, Jan oder Klaus, aber Jan und Lefner sind im Konflikt, also Merjane oder Clown. Genau, wir sind raus, Taxi Oro sind raus. Dann nimm Merjane, sie hat auf Choice gelegt. Und wir haben noch keinen Hitler. Ja, können wir. Taxi, wir reden nur davon, was er wählen kann. So, du kannst doch auf Nein drücken. Ja, klar. Ich werde halt Ja wählen. So, wir haben noch kein Hitler-Territorium, wir haben nicht. Moin. So, und die Chance, ihn zu revealen, würde ich halt geben. Fertig. So, und das bleibt ja jedem selbst überlassen, was er wählt, ne? Das sind ja alles Faschowahlen. Alle einen oder anderen. Habt ihr mich jetzt gewählt, weil ihr auch darauf hofft, dass ich lieber halten möchte? Wir haben dich gewählt, weil du schon zweimal auf Choice eine blaue gelegt hast und weil wir noch nicht im Hitler-Territorium Oha, sind. Oha, du Hund! Du darfst nichts sagen, bis du die Politik gelegt hast übrigens. Ja. So, ja, okay. Oha, du Hund. Also, sie hatte die Wahl nicht. Hatten wir gerade zwei rote oder zwei blaue davor, die Runde? Vorher eine blaue. Ja gut, aber selbst wenn es nur eine blaue war. Die vierte wurde doch gespielt. Gut, aber selbst wenn es nur eine blaue war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt in dem Stapel von neun nur noch eine drin ist. Ich möchte gerade mal da sind noch zwei drin. Behauptung wissen, was er mir gegeben hat. Zwei. Nee, eine ist noch drin. Ach nee, Quatsch, ja, zwei genau. sind noch drin. Zwei. Ich zwei wollte sagen, sorry. Mal gucken, was du sagst. Aber selbst zwei aus neun. Also, ihr könnt euch sicher sein, Scenarity und ich sind in einem Team. Wobei, nicht unbedingt. Scheiße. Das muss nicht unbedingt sein. Aus unserer Sicht ist das doch lust. Er hat die zwei rote gegeben. Woher wollen wir wissen, dass er drei rote wirklich hatte? Ja, das kann natürlich sein, dass er einen blau verschwinden. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch. Nee, blau hat Nerd und Icon gelegt. Also wähle ich jetzt Nerd oder Icon? Ich habe ja auch eine blaue gelegt. Die können sich auch gegenseitig wählen, oder? Ich würde tatsächlich Icon wählen. Icon hat zweimal. Das ist die einzig wahre Wahl. Er hat als Kanzler immer gelegt. Genau. Er hat als Kanzler immer in Wahl zweimal hat er Dings gelegt. Nein, stopp. Oh nein, das war nicht gut. Würdest du nicht Icon aus Brüche wollen sollen? Nee, Taxi und Jan haben sich gerade da gleichzeitig eingeklinkt. Ja, ich glaube, das war falsch. Ja, weil Icon offensichtlich der liberalste am Tisch ist. Icon ist der liberalste oder Hitler. Icon ist der liberalste oder Hitler. Deswegen willst du ihn doch als Präsident wählen. Also, was ist denn... Was falsch mit dir? Na, ich weiß, dass Taxi böse ist. Aus meiner Warte. Okay, aus deiner Sicht ist er böse, ja. Ja, genau. Und wenn er sich plötzlich einklingt und sagt, ja, wir gehen, natürlich. Hä? Aber es ist doch logisch, dass Icon gewählt werden muss, wenn er zwei blaue gelegt hat nach Wahl. Das heißt, er wird doch entweder Hitler sein oder liberal. Dann wählen wir ihn doch als Präsident und sind damit uns sicher, dass Hitler nicht gewählt. Nein, wenn ich die Wahrheit spreche und Taxi Fascho ist, hätte er keinen Grund, wenn Icon liberal ist, ihn jetzt anzusprechen, weil noch eine blaue und dann ist vorbei. Um ihn rauszunehmen, wie oft noch? Nein. Doch. Weil der nächste Zug ist offensichtlich. Das ist doch das deswegen ist doch das glaube ich, der nicht jetzt für Icon sagt, nimm den Liberalen, sodass du ihn nicht nimmst. Fascho. Ganz ehrlich, wen willst du denn sonst als Präsi wählen? Icon hat die vierte blaue gelegt und keine Ahnung, irgendeine von den anderen als Kanzler auf Wahl jeweils. Wen willst du denn sonst nehmen? Am Tisch? Kann ich wieder nicht Enttürn drücken wegen den scheiß schwarzen Vögeln. Ja, Gott, ich meine auch nicht. Also, ganz ehrlich, Oro, das ist einfach offensichtlich, wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat, sieht man, dass Icon der einzige Präsident ist und jeder andere Move müsste geskippt werden. Taxi, wenn du ein bisschen gespielt hast und du weißt, dass dein Kollege, der andere Typ, dein Feind ist und der dann plötzlich anfängt zu reden bei vier Blauen und sagt, ja, will den, dann denkst du, dann schrillen bei dir auch zuerst die Alarmklingel. Ich kann jetzt immer noch Nein stimmen, wenn Icon keinen Fascho rein will.
Wen wählen wir als? Wen wählen wir als? Du willst Nerd. Dann argumentiere ich jetzt einfach, egal wen er nimmt, sage ich, das ist der Hitler. Ja. Ja, kann ich auch immer noch machen. Aber Icon ist definitiv die liberalste Präsidentschaftswahl. Wer ist denn momentan raus für die Wahl? Ich als Kanzler. Sehen es aus, ne? Und Merjena. Warum bin ich raus? Weil du gerade dran bist. Gut, das heißt Taxi Oro im Clash, ich Leffner im Clash, das heißt, es bleibt zwischen Clown und Nerd, oder? Nein, er wählt Nerd. Nerd hat die vierte Blaue mit zusammengelegt. Ja. Na dann, das wäre zumindest aus der Sicht die liberalste Wahl. Jetzt dann kann rein. Man sich drüber unterhalten. Er hat die nicht eben gemacht. Icon hätte die vierte liberale gewählt. Ja, er hat mitgelegt, als Präsi noch zusammen. Also wir können uns doch kurz darüber unterhalten, ob Nerd vielleicht Hitler ist. Wenn ihr wollt. Also, okay, ich glaube ja, aber, die Menschen, die im Beef sind, sind dann unwahrscheinlicher Hitler, ne? Weil das wenn du Hitler bist, dann vermeidest du ja eigentlich Beef. Also Oho kann halt noch Hitler sein, weil er nur gecheckt wurde. Ja genau, ich wurde halt nicht, nur gecheckt. Weil ein Taxi gelogen an meinem Fehler. Gut, aber dann hast du halt zwei 50-50s, ne? Willst du... Ja, dann wird es halt entweder rot oder blau. Ja, gut. Sehr gut. Dann könnte Icon theoretisch... Dann könnte der abknallen, wenn er eine rote kommt. Genau, dann könnte der jemanden... Einen kann er ausschließen, hat er noch einen abknallen. Okay. Ja. Okay, gut. Ja, dann Icon also, mir ist es egal, ich wäre bei Nerd auch dabei. Ansonsten, wenn ihr was anders wollt. Icon, dann hast du die Wahl jetzt zwischen mir und Leffner oder Oro und Taxi. Ja, oder Nerd. Also, wie gesagt, ja, aber Nerd könnte, wie gesagt... Ja, es kann halt immer jeder Hitler sein. Wie wahrscheinlich ist es, dass es Nerd ist? Ja, kann sein, kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich bei Nerd mit Ja stimmen. Ich persönlich. Also, Icon, ich würde, wenn ich du wäre, würde ich Nerd wählen oder Oro? So, ich bin Oro. Oro, du bist doch raus. Noch bin ich nicht raus. Hier bin ich noch gar nicht. Also, also klar, ich wurde nur gecheckt. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Hitler bin, ist auch groß. Aber um von mich wem zu revealen, von Taxi. Von Taxi. Ja. Taxi sagt er ja, dass er Fascho ist. Und die Chance, dass ich mich halt reveale, weißt du, ist ja quasi so, ich müsste, also alle vor mir müssten die Wahrheit gesagt haben und ich muss die letzten zwei Blauen gezogen haben. Und das alles muss genauso perfekt funktioniert haben, damit das jetzt so läuft, wie es jetzt läuft. Ganz kurz einwerfen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, Oro. Es könnte auch sein, Oro dass Hitler. Geht das? Ja, aber Leffner könnte gelogen haben und gar keine Blaue gehabt haben. Ist auch möglich. Moment, ich hatte mir Jena gewählt. Ich hatte nicht Leffner gewählt. Leffner hat auf Jan gespielt und da kam der erste Konflikt bei raus. Und du sagst immer, wenn alle immer die Wahrheit sagen und blendest sowas aus, Leffner könnte drei Rote haben und Jan in die Scheiße ziehen. Ist möglich. Und dann kannst du trotzdem easy zwei Blaue ziehen. Ja klar, du kannst auch drei Rote gehabt haben. Na klar. Das ist auch möglich. Aber ich hab ja gesagt, wenn alle die Wahrheit gesagt haben. Los, Icon, wähl. Ja, aber du lässt halt den anderen Teil der Geschichte immer raus. Ist doch alles gut, er hat Nerd gewählt, alles super. Ja, können wir machen. So, ja, jetzt ist Hitler. Ja, weil du Hitler bist. Ich will nein, weil ich denke, dass er Hitler ist. Ja, denke ich auch. Ich will nein, deswegen. Nerd, ich will ja. Sorry, Nerd, nichts gegen dich persönlich, aber... Ich verstehe schon die Logik dahinter. Die Wahrscheinlichkeit ist... Nerd, einfach ja wählen, bitte. Die Wahrscheinlichkeit ist halt wirklich, wie gesagt wurde, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hatte, bei denen, die Clinch haben, geringer. Das stimmt halt einfach. Egal, wem du wählst, egal was du bist, du willst jetzt ja. Wenn du liberal bist, willst du ein Ja haben. Nee. Und wenn du Fascho bist, willst du auch ein Ja haben. Siehst du, dankeschön. Oh. Taxi hat Ja gewählt, cool. Na, Taxi hat aber schon gesagt, dass er ein Nerd wählen will. Ja, Icon ist das Problem, nicht Nerd. Hatte keine Wahl. So, Icon. Bevor du jetzt einfach Icon instant abdrückst. Hat er die Wahl oder nicht? Was? Hatte er die Wahl oder nicht? Nee, hat er nicht gehabt. Drei rote waren das. Okay. Uff, das macht's noch schwerer. So, Icon, ich will dir nur mal anmerken, in Leffner und Jan reinzuschießen ist lukrativer, weil da hast du eine 50-50 Chance. In Taxi, Oro und Scenarity hast du halt eine 33-66% Chance. Oro, das hat uns heute auch was gesoffen. Nee, warum? Komm, erschieß einfach Oro, dann haben wir unsere Ruhe. Genau, also ich möchte ja anmerken, ich persönlich werde für Oro, weil, also Oro und Zene sind beide gleichwertig, aber ich werde für Oro, weil Oro ist lauter. Mhm. Ich glaube nicht, wenn du Zene erschießt, ist auch okay für mich. Also, ich glaube nicht, dass Oro Fascho ist, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass er zwei Blaue noch gehabt hat. Danke. Aber, also, Icon, sie ist so, wenn du Jan oder Leffner tötest und dann die nächste Kugel kommt, haben wir auf jeden Fall einen Fascho und einen Liberalen tot. Wenn du jetzt hier abdrückst, richtig.
wenn du jetzt hier abdrückst, kannst du im schlimmsten Fall im besten Fall zwei Faschos oder im schlimmsten Fall zwei Innos töten. Kurze Sache, die nächste wird definitiv auch wieder blau sein. Ja, wenn alle wieder weit gesagt haben. Was Oro sagt, ich verstehe jetzt nicht, warum das zwischen mir und Leffner was anderes ist als zwischen dir und Tex. Weil wir drei Leute sind. Weil wir drei sind. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir haben nur zwei Kugeln. Stimmt. Wenn wir dich und Leffner töten, haben wir safe jeweils ein Fasche und einen liberalen Tod. Wenn er jetzt, sagen wir mal, Senarity erschießt und mich und wir waren beide liberal, habt ihr zwei Liberale verloren. Aber und wenn er dich einfach oder Taxi erschießt, dann ist das genauso 50-50. Na, das stimmt eigentlich. Ja, stimmt. Deswegen darf ich jetzt dein Argument nicht. Also, du versuchst dich wieder rauszureden hier, um irgendwie nicht erschossen zu werden mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten. Ja, pass auf. Das Problem ist, wenn Icon zum Beispiel in meinem Team ist oder so, dann kann er drumrum reden und Taxi töten. Wenn er quasi einen von euch tötet und ein Fasche oder so kommt ran, dann muss er den anderen auch töten. Komme, was wolle. Das war nicht. Also ja, müssen oder das nicht? Das müssen haben wir nicht, aber sehen, wie dann der Fasche den Fasche erschossen hat. Ja, doch, du weißt nicht, wovon du redest. Doch, das ist doch genau meine Argumentation. Ja, okay, du warst aber trotzdem falsch, er hätte es nicht tun müssen. Ja, hä? Er hätte mich nicht erschießen müssen, ja. Weil die Kugel hatte keinen automatischen Knall zu mir. Also ich glaube, Oro ist ein Labersack und er wäre super, sich irgendwie noch rauszureden. Nein, hä, warum? Taxi hat mir gerade quasi recht gegeben. Also, ja, er muss es nicht tun, aber in der Regel erschießt du halt dann noch den anderen, um dich nicht zu hart zu sassen. Es wäre für alle hier am Tisch am schönsten, wenn Oro schweigt. Deswegen wäre Oro das Beste. Warum endet das Spiel immer so? Langsam habe ich das Gefühl, das liegt an mir. Ja, das liegt auch an dir. Das ist die Frage nur, wer ist dann der Hitler? Oder ist Oro der Hitler? Ja, ich bin der Hitler, krass. Oro, der alte Hitler. Wenn Oro ein Fascho ist, wer ist denn der Hitler? Wenn Oro nicht der Hitler ist. Alter, Nicht Hitler sein. Ach, stimmt. Wurde gerade gewählt. Nee, das geht nicht. Also, Icon, du hast die Auswahl. Schießt du in den Doppelkonflikt oder in den Triple-Konflikt? So, die Wahl hast. Also, ich würde Oro erschießen, glaube ich. Würde ich als Fascho auch machen. Ja. Weil ich der stärkste Liberale bin. Oder der stärkste Hitler. Oh, das ist so süß, dass du sagst, dass ich auf jeden Fall stark bin. Obwohl auf uns Bange hat, eine Cola-Flasche aufzukriegen. Noch, aber Icon beendet das jetzt. Ich krieg die auf, ich krieg nur den Deckel nicht ab. Das ist gleich, Oro. Icon, komm. Hau Oro um. Nein, Icon, hau Oro um. Ja, ach komm. Damit. Ja, komm, Icon. Du bist jetzt du bist raus. Ich glaube, Oro war nicht Hitler. Glaube auch nicht. Aber er kann ja trotzdem Fascho gewesen sein. Ja, das, so, das war das sicher. Ich bin Präsi. Ich würde mich wählen. Ja. Bei ihm weiß ich ja, dass er rot ist. Ach so. Ich würde trotzdem gern mich sehen. Wer ist mich? Seno. Ich sehe mich da komplett. Also Leffner kann ich nicht wählen. Taxi ist immer noch die Möglichkeit natürlich, dass er Fascho ist. Ja. Mejena ist also deswegen liberal. Kannst du Leffner nicht wählen. Ich habe gerade überlegt, war die gerade Kanzler? Nee, war sie nicht. Aber verstehe ich. Mejena ist liberal. Clown Wars ist liberal. Ich habe mit Taxi, mit Icon die dritte gelegt. Ja. Boah, ich glaube, wir haben einen Fascho. Ja. Nee. Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Glaubt ihr nicht? Aber dann glaubt ihr sozusagen, dass Taxi der Fascho ist. Richtig. Ich glaube, dass Taxi Fascho ist. Von den beiden. Also ich weiß es. Der hat mich in Konflikt geritten. Taxi ist Fascho. Ja, mir ist es bewusst, dass du Fascho bist, Serenity. Aber wieso, nee, Clown? Wieso glaubst du ihm denn? Ich glaube Oro, sorry. Ja, und ich weiß, dass Oro die Wahl sagt. Der kann ja nicht mehr reden, also das zählt ja nicht mehr. Dem kann man nicht mehr glauben. Das heißt, über den können wir jetzt ein bisschen herziehen. Das heißt, ihr glaubt Oro Story und denkt, dass Sehne liberaler ist. Ich bin liberal, ja. Wenn ihr also denken wir jetzt, dass Oro Fascho ist oder liberal? Liberal. Dann könnt ihr ja Taxi gelogen haben, ne? Das ist, ja, das glaube ich. Das heißt, Taxi schießt gegen
Oro und Szene. Es kann auch sein, dass Szene ein Fascho noch ist. Weiß ich nicht. Also, das ist ja gegen anderen bei Szene mit Nein, gell? Da hast du keine. Mit mir brauchst du nicht rechnen. Keine Chance, dass sie ja stimmt. Also Szene will ich auch nicht. Ja, dann nicht. Von mir aus. Puh. Das heißt, wir wollen mehr Jena haben. Ja. Mit Jena. Also ich sehe mehr Jena eher als Clown. Ja. Weil Leffner ist Fascho. Leffner ist Fascho. Gegen wen hatte Leffner Streit? Gegen dich, Jan, oder? Gegen mich, genau. Leffner ist aus meiner Sicht Fascho und Taxi kann noch Fascho sein und Taxi ist im Clash mit Sehner. Aber Leffner hat Inno gekillt. Also liberal. Ja, gut. Wer hat mir Inno gekillt? Leffner. Ja, dann ist Merjena ja immer noch liberal. Also ist immer noch liberal. Merjena ist das liberal, genau. Aber dann können wir doch Merjena wählen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn sie jetzt die Hitler ist? Genau, nein, ist sie nicht. Ja, mach ich nein. Ich würde auch eher Icon lassen. Hm. Ach, Jan. Na, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Icon Doppel-Schießpower geben möchte. Also, das Schlauste wäre halt dann. Was hatten wir jetzt für Präsis? Können wir das nochmal kurz Revue passieren lassen? Die letzten drei. Ich war der Icon, Sehner und Nerd. Nerd, ja. Nerd hatte blau gelegt mit Icon. Nerd hatte zweimal hintereinander blau gelegt auf Auswahl. Das zweite, nein, es gibt so, den letzten Shuffle. Also Nerd hat auf Icon gespielt mit einer blauen und die haben eine blaue gelegt, korrekt? Ich glaube. Ja, doch so war's. Dort dann ist nur hat eine blaue. Szene gespielt auf Merjena. Merjena, ja, die haben zusammen rot gelegt und hatten drei rote, korrekt? Ja. Ja. Dann hat Icon auf Nerd. Auf Nerd gespielt, hatten drei rote. Ja. Heißt, jetzt müssten noch zwei blaue drin sein und das Game wäre gewonnen. Zwei blaue drin sein. Jetzt ist die Frage, ist Merjena Hitler oder nicht? Die Frage muss ich mir noch beantworten. Ich glaube nicht. Nee, kann ja gar nicht, oder? Doch, sicher. Wenn Leffner. Ja, also Taxi ist auf jeden Fall. Wenn Leffner gelogen hat. Wenn Leffner Fascho ist, könnte es sein, dass mir jene Hitler ist. Stimmt, ich hätte auch. Kann doch sein, dass die blaue ist. Ne? Deswegen hat sie ein bisschen verwirrend, finde ich. Ah, nee, Nerd konnte ich nicht wählen. Nerd konnte ich nicht wählen. Shit. Ja. Ich bin geblockt aktuell. Das heißt, mir. Ja, aber auch wenn wir auf Icon skippen, kann er trotzdem nur mir jene wählen. Also. Nerd war nicht Hitler und war noch jemand nicht Hitler? Nein, ich bin der Einzige. Ja, Nerd ist der Einzige nicht. Theoretisch könnte man wählen. Noch mich voten, aber es ist eher schwierig. Weil ja, ich habe ja gewählt. Ich meine, was wir machen können, ist, wenn wir sagen, Icon ist liberal, dann könnte Icon Taxi wählen und naja, daraus können wir eventuell Informationen ziehen über Scenarity. Nicht bei vier roten Karten, glaube ich. Jetzt wird geschossen. Ich verabschiede mich. Außerdem alles blau. Niederwählen und reingehauen. Nö. Es waren drei rote, ich schwöre. Ich schwöre, es waren drei rote. Willst du mich verarschen, du Hund? Ja, für mich ist klar, wen ich erschieße. Nee. Oh. Doch, weil sie Fascho ist. Du hättest Taxi erschießen müssen, 100%. Ja. Er hätte Taxi erschießen müssen und es ist gar nicht möglich, dass wir Triple Rot haben. Da hätte eine blaue sein müssen. Ja. Ich hatte aber, wie gesagt, zwei rote Nutzer. So, Icon, du willst jetzt einfach sehen, ne? Und dann war's das. Nerd. Ich war nämlich einfach ja. Also, du warst das. Ich weiß auch gar nicht, wer Hitler ist. Ja. Oh, yes, baby! Mach's gut, du Rutschen. Oh, mir jeder Kuss, dass du ja gewählt hast. Schön. Warum könnt ihr Leute nicht mal Nein wählen? Alter, das waren halt wirklich, aber es waren wirklich drei Rote. Es waren tatsächlich drei Rote. Ja, ich habe eine weggelegt. deswegen habe ich auch noch. Ich wollte die Präsidenten wissen. Deswegen, ich musste erst wissen, ob noch zwei blaue drin sein können, bevor ich euch da ein Ja gebe auf das. Ah, schön. Eieiei. Komplizierte Runde. Aber ohne Oro ist es viel ruhiger. Ja, ohne Oro ist echt schön. Naja, das Problem ist, ich brauche noch irgendwie ein paar Spiele, um richtig reinzubekommen, damit ich den richtig. Alter, aber Icon, Junge, du hast ja richtig Bock gehabt, auf Liberal zu spielen, wa? Oh, ich habe bei Icon immer so Angst. Hi, du bist schon, seit ich Angst. Alter, Verwalter. Liebe Leute, hier müssen wir Nein wählen.
Holy moly. Habe ich doch. Ich weiß gerade nicht, ob ich bei Jan Nein gewählt habe, aber mir mein Browser ist gerade abgeschmiert. Und da hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Mayena hat ja gewählt. Das war die Entscheidung. Aber hätten wir auf Icon geskippt, wäre das gleiche bei dabei rausgekommen. Ja, das also. Problem ist, ich habe noch nicht so ganz den Drill raus. Das war jetzt eh wurscht, Mayena. Wir hatten die wir hatten Mehrheit. Wir konnten der letzte Wort war egal. Genau. Der letzte Wort war durch. Gut, ihr Lieben, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Und ciao, ciao.